Die macht das draus. Mit Kohle und Bricks haben wir dann das, aber das brauchen wir, glaube ich, dann erst für irgendeine Forschung. Das können wir ja dann hinten dran noch bauen. So, jetzt kommt ab und zu das so rein. Gucken, ob das so funktioniert. So, jetzt warten natürlich die LKWs hier oben auf das Zeug. Na gut, die haben noch ein bisschen Vorrat, das geht ja noch. Oh, ein Stau. Dass das hier staut, das ist natürlich auch, naja. Achso, wegen der Stelle dort. Ja, klassischer Deadlock wieder gebaut. Die tolle Achterbahn, die kann dann hier weg. Schön war's. So, ich muss natürlich jetzt noch hier, oh. Was ist denn das hier? Löwengeheule? Ich will das mal so ein bisschen ausreizen hier von der Länge. Kann ich auch als Brücke bauen? Das geht natürlich wieder nicht. Dann halt so. So, hier hinten wird das dann getroppt. Das ist ein ziemlich langes Förderband natürlich. Vielleicht ein bisschen zu lang, aber ich habe da mal richtig Bock, das einfach so zu machen. So, der kriegt die Bricks. So. So, die gehen hier unten durch, schade, dass man hier nicht mitfahren kann. Das wäre cool, wenn man bei so einem Brick mitfahren könnte. So, das ist, glaube ich, so, es geht ein Teil Kohle hier rum und ein anderer Teil Kohle geht hier oben ins Lager, was ja schon mal nicht verkehrt ist. So, jetzt können wir nämlich hier mit den LKWs andocken. Drehen mit R. Gleich so hier und fertig. Tja, Bahnübergänge sind in diesem Spiel anscheinend nicht vorgesehen. Und Brücken werden wieder sonst wie kompliziert. Oh. Also wie gesagt, bei Brücken und Tunneln müssen sie auch noch ein bisschen nachbessern. Das kann man auch noch ein bisschen besser hinkriegen. Oh, jetzt habe ich hier den ganzen Straßenzug weggerissen.
Also der Brückenbau ist ja eine mittlere Katastrophe. Dann halt so. Ich pflege immer zu sagen, schön ist, also haben wir so einen Generator weggerissen, nicht, dass die jetzt Stromausfall haben. Wie pflege ich immer zu sagen, schön ist was anderes, aber naja, gut. So, eine Garage. So, jetzt können im Prinzip diese ganzen LKWs, die jetzt hier auf die Ladung warten, die können jetzt im Prinzip von hier unten beladen werden. Weiß jetzt natürlich auch nicht, ob das so sinnvoll ist, aber na gut, es geht, glaube ich, eh bloß darum, dass die hier runterfahren und das dann in die Dings bringen. So, der auch. Hohenmösen halt. Gut, hier haben wir noch ein bisschen was. Das müssen wir eigentlich. Ah, gut, das macht dann der Zug, der hier das Zeug abholt. Ich glaube, wir fahren sogar noch Kohlefahrzeuge hin. Na gut, das können wir erstmal jetzt hier lassen. So, dann haben wir hier unten den Eisenzug, der hier hinbringt. Hier hinten um. Hier sind immer zwei Züge, der von dort unten und der von hier oben kommt. Aber für das Geschäft hier, naja. Forschung abgeschlossen, Fertigung 2 ist beendet. Was können die jetzt noch neu erforschen? Holzbearbeitung. Brauchen sie wieder Holz dafür? Metallverhüttung, Eisenbarren. Das hätten wir doch hier. Das könnten wir doch als nächstes weitermachen. Genau, machen wir erstmal mit dem weiter. So, Fertigung 2. Was ist denn das jetzt gewesen eigentlich? Achso, Stahlverhüttung. Okay, jetzt können wir Stahl produzieren. Beschleunigen. Speichern ist mal wieder angesagt. So, der fährt jetzt hier hin. Bisher immer auch so eine Runde fahren, das ist natürlich auch dämlich. Ach, der kann nur an dieser Seite anhalten, das ist ja dumm. Ja, könnte man auch das hier noch hinbringen. Das sehe ich gerade. So wie sich das hier staut, kann man doch bestimmt dann hier auch irgendwie noch eine zweite. So müsste ich mal versuchen, die Kohle hier auch noch wegzubekommen. Naja, gut, der dreht das wieder um. Ja, der hat eine hohe Nachfrage.
die jetzt durch diesen LKW nicht ganz befriedigt wird. Das heißt, wir werden nochmal einen zweiten fahren lassen. Ist das der hier? Ne, es müsste der hier sein, hm? Tubentransfer, Tuben Nordost. Zack. Hier wird weiter geforscht, da könnte man das vielleicht auch nochmal in zweiten hinfahren lassen. Dass der ganze Spaß ein bisschen schneller geht. So, Abfahrt. Ah, wenn man das hier mal wegkriegen könnte. Diese Eisenbahnstrecke. Die bringt eigentlich bloß Erz hier runter, ne? Hm. Naja, müssen wir später mal drüber nachdenken, wie wir das denn hier weitermachen. Hauptsache, hinten geht die Forschung weiter. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ja, bleibt friedlich, auf Wiedersehen und tschüss, bis zur nächsten Folge von Voxel Tycoon. Macht's gut!